Hallo und herzlich willkommen zu Mordors Schatten, alle Schwertmissionen. Ich habe mir die Zeit genommen, alle 10 Schwertmissionen hochzuladen. Für die, die es interessiert oder die Mühe haben bei irgendeiner Schwertmission, zum Schauen, wie das konkret gemacht wird oder wie man es machen kann. Die ersten 5 sind im Anfangsgebiet, die nächsten 5 Missionen dann im nächsten Gebiet. Bei der Mission, wenn ihr die Zusatzmission bzw. das Zusatzziel erreichen möchtet, müsst ihr sie einfach mit einem Todesstoß, so wie das hier, töten. Es ist sehr zu empfehlen, wenn ihr 2 Todesstöße nacheinander geben könnt. Kleiner Tipp am Rande im Kampf, wenn ihr zuschlagt oder euch sonst bewegt und einer möchte euch schlagen und ihr könnt den Schlag abwehren, könnt ihr den vorherigen Auftrag einfach abbrechen, indem dass ihr das Konter kriegt zu jeder Zeit. Das habt ihr jetzt hier auch ein paar Mal gesehen, ich schlage zu, kann aber den Konter durchführen, nichtsdestotrotz. Hier wieder, schönes Beispiel. Der Mission könnt ihr die Patrouille einfach überraschen, wenn ihr genug schnell seid und dann einen Weg durchspielt, tötet ihr den Gegner sofort. Da spart ihr noch ein bisschen Zeit. Das ging jetzt hier nicht, aber bei der nächsten Patrouille seht ihr es dann. Wenn ihr im Biss-Modus seid, wenn euer Reiter ein Gegner ist, könnt ihr nichtsdestotrotz den Schwertschlag noch machen, um die herumstehenden Gegner immer noch zu treffen. Jetzt seht ihr hier, er wurde überrascht, gar keine Chance. Da müssen wir auch gar nicht länger verweilen, können wir gleich wieder weiter.
Und dann noch die letzten. Und den kann man auch einfach angreifen, bis sein Schild dann zerstört ist. Dann hätten wir das schon. Das zusätzliche Ziel habe ich hier leider nicht erreicht, weil das ziemlich schwierig ist. Bin, glaube ich, nur bis 50 gekommen. Wenn ihr das schaffen möchtet, empfehle ich da den Geisterschlag, den Schlag auf den Boden, weil ihr da ziemlich viele Gegner trefft, die aber nicht tötet. Wenn ihr das dann zweimal einsetzen könnt, ist das super. Es ist leider hier abgebrochen. Der Schlag wird übrigens immer stärker, umso höher eure Trefferserie ist. Ihr habt ja gesehen, die Explosion ist viel größer als zu Beginn. Etwas, das ihr dann einfach beachten müsst. Kampfabzerrung, die habe ich hier gar nicht mehr. Aber die kann man auch einfach brandmarken, wie ihr seht. Zählt dazu, zählt auch als Kampfabzerrung. Dann auch recht nützlich, die Angriffe abzuwehren, weil ihr da noch, sage mal, ein paar Verbündete habt. Wenn man da genug übernommen hat, kann man die auch einfach alleine kämpfen lassen, dann muss man selber gar nicht mehr viel machen. Eine kleine Armee aufzubauen.
Dann hätten wir die Hälfte. Am Ende zeige ich dann noch, wie das funktioniert mit dem Schwert. Wenn ihr da genug Punkte gesammelt habt, die ihr mit den Missionen ja zur Genüge sammelt. Mission ist auch nicht sehr schwierig. Einfach rein und alles töten. Das war auch nicht ganz so, wie ich wollte. Jetzt. Todesgäste, Santa! Ich habe dich gejagt! Zeit, dein elendes Leben zu beenden! Und noch ein Boss. Ja, das war ein bisschen viel hier. Ich habe da noch ein paar Verbündete. Mir helfen die Uruks zu töten. Das zusätzliche Ziel, das hätten wir. Zur Ablenkung befreien wir da noch die Saragore. Wir töten noch den letzten Mal. So, gleich weiter. Ihr müsst hier einfach schauen, dass die Fackelträger die Brücke nicht überqueren. Dann solltet ihr noch ein paar Uruks unterwerfen. Geht ihr an den Rand, packt sie und runter mit ihr. Mission, die hätten wir schon. Ja, den hat es nicht wirklich dazu gezählt. Keine Ahnung, was da nicht gut war. Today.
wieder gesehen. Noch einmal. Und dann den Move einfach abbrechen mit dem Konter. Mich dann entschieden, doch ein paar zu übernehmen, damit ich die Brücke besser verteidigen kann. So, dann hätten wir die Zusatzmission auch. Der darf da nicht rüber. Ja, jetzt habe ich meine kleine Streitmacht auf der Seite. Die halten das dann gut. Ja, das dauert noch eine Minute und 30 Sekunden. Das war zweimal nicht. Das ist knapp. Aber okay. Ich kann's den, den ich treffen wollte. Ich hab genug davon. Ich suche nicht mehr weiter. Ja, noch knapp eine Minute. Oh. Ja, so geht es auch. Ja, da darf man nicht zu weit nach vorne. Warten, warten, warten. Ja. Mein bester Freund und ich auf der Brücke. Nur noch ich auf der Brücke. Und abgeschlossen. Geht gleich weiter. Die Kampfaufklärung, aber das ist nur der Todesstoß, mit dem man einen übernimmt. Ihr seht es jetzt dann gleich. 1 von 5. 2 von 5. Und weiter. Einer noch. Dann hätten wir die Zusatzmission. Da können sich die gegenseitig bekriegen, stümmeln, töten, auslöschen. Was auch immer.
Und fertig. Wäre die zweitletzte Mission. Aber auch wieder den Karabo bissen, einfach angreifen, zubeißen. Wenn möglich in Bewegung bleiben, im Kreis ziehen und zuschlagen. Wenn ihr einen beißt, einfach weiter zuschlagen, das ist gut. Dann würde ich mal sagen, guten Appetit. So, hätten wir alle hier. Weiter zur nächsten. Wieder in Bewegung bleiben, Kreise ziehen, rumlaufen, zuschlagen. Dann treffen die euch nicht richtig. Wie ihr seht, trefft ihr die super. So, der letzte ist das zusätzliche Ziel. Dann die einfach sitzen. Die spielt keine Rolle. Hauptsache die Hinrichtung wird nicht durchgeführt. Letzter Druck da noch. Jetzt zur letzten Mission, die rote Flut. Gegner da hinzurichten, Schildträger, ist auch nicht sehr schwierig. Ich da einfach alles hin, bin ich auf Nummer sicher. Nicht mehr viele, dann sind sie weg. Hier auch wieder, wie sie getötet werden, spielt keine Rolle. Da noch mal ein Schildträger. Sind aber schon fertig.
rennt. Hinrichten. Müssen wir das noch verlassen? Dann hätten wir die letzte Mission auch geschafft. Kann er einfach nicht widerstehen, dann noch ein paar Köpfe abgeschlagen. So. Das Org bekommen. Das Schwert ist jetzt vollständig. Ich rüste das dann gleich noch aus. Ich schaffe das noch, dann zeige ich euch noch, wie man das benutzt. Eigentlich ganz simpel. Ja. Kurz suchen, wo es ist. Noch etwas reinwerfen. Schauen, wo es ist. Na, das. Dass es länger dauert. Gut. Dann verbessern wir das noch. Sturm. Ihr seht ihr auf dem Bild, wie das funktioniert. Ich zeige es gleich direkt noch. Und einfach zurück ins Dorf. Die haben da freundlicherweise Alarm geschlagen, dass ich möglichst viele töten kann. Sehr freundlich von denen. Sammeln wir ein paar, können wir das aktivieren. Seht ihr, ich kann einfach unbegrenzt viele Todesstöße durchführen. Schon die Nummer 3, die Nummer 4, die Nummer 5, die Nummer 6, 7, die 8. Ja, die beginnen schon wegbrennen. Nein. Macht richtig Laune so. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ich hoffe, es ist hilfreich. Oder abonniert mich gleich. Ich werde immer mal wieder etwas hochladen. Danke mich fürs Zuschauen.